Ich liebe es, wenn Moritz zwischendurch seine emotionalen Momente hat und das zulässt, dass er gerade am Verzweifeln ist. Moritz steht mittlerweile völlig allein da und versucht verzweifelt, sich als CEO von MyDrugs an der Macht zu halten. Doch als sich Lennys Gesundheitszustand verschlechtert und er Hilfe braucht, kommen die beiden besten Freunde und aus irgendeinem Grund auch Dan für einen letzten Job wieder zusammen. Wir bringen das zusammen zu Ende. Also genau genommen habe ich das ja alleine angefangen. Leute, euch ist schon klar, wie unfassbar gefährlich das ist, wenn jemand mitbekommt, was wir machen, oder? Moritz, wir verkaufen Drogen. Ja, aber wir verkaufen sie ethisch korrekt. Klaus hat 1,2 Millionen Kontakte. Moritz Zimmermann wird von Maximilian Mund gespielt. Per Videocall haben wir mit ihm über die dritte Staffel von How to Sell Drugs Online Fast gesprochen. Hallo Maximilian. Moin. Genau, also erstmal wieder Glückwunsch zur dritten Staffel. Also ich war wieder extrem begeistert, habe auch wirklich nochmal die erste, zweite unmittelbar davor geguckt und das quasi in einem Rutsch durchgeguckt und war wirklich schwer begeistert. Wow, dankeschön. Ja. Genau, vielleicht kannst du zum Einstieg erstmal, ohne auch zu viel zu verraten, kurz sagen, also wie geht's denn mit deiner Figur Moritz in der dritten Staffel weiter? Also unsere Protagonisten oder Moritz auch machen das Abi. Es geht auf den Abschluss zu. Es geht darauf hin, dass Verantwortung übernommen wird für das eigene Handeln. Vor allem aber muss Moritz ganz alleine Verantwortung übernehmen, weil er hat mit seiner Freundin Schluss gemacht. Er hat seine besten Freunde hintergangen. Er hat eigentlich niemanden mehr und muss aber unbedingt MyDrugs zurückbringen, weil sonst seine Freunde und seine Familie und alle anderen Menschen, die ihm wichtig sind, in großer Gefahr sind. Genau, und ich fand zum Beispiel, also jetzt gerade in der dritten Staffel hat Moritz noch viel, viel mehr Facetten gezeigt als in Staffel 1 und 2. Das heißt, man hat ja, also das ist eben so, manchmal versucht er, dieser abgebrühte Geschäftsmann zu sein, dann switcht das doch wieder in diese ganze Unsicherheit und diesen kleinen, verschüchterten Jungen. So, dann gibt er sich auch so bei diesen Interviews in der Rahmenhandlung ja irgendwie nochmal ganz anders. Und was hat dir denn von diesen ganzen verschiedenen Facetten vielleicht am meisten Spaß gemacht zu spielen? Also ich fand's schön, dass das... Ich liebe es, wenn Moritz zwischendurch seine emotionalen Momente hat und das zulässt, dass er gerade am Verzweifeln ist und dass er nicht weiter kann und dass er wirklich Hilfe braucht und dass ihm das so schwierig fällt, das zu sagen, dass er Hilfe braucht. Und dann dieser innere Kampf zu sagen, ich schaffe das nicht ohne dich, oder dann wirklich in Tränen auszubrechen, weil er keine andere Lösung findet. Das sind die Momente, die am meisten Spaß machen, weil er einfach so doll mit sich kämpft und das einfach... Spaß macht, dann selber so mitzuleiden. Und wie ist das denn, wenn ihr jetzt zum Beispiel so die neuen Drehbücher lest? Also man weiß ja, ne, aus Staffel 1 und 2, wie der Stil ist, dass da auch ganz viel mit visuellen und erzählerischen Kniffen gearbeitet wird. Aber ist es so, wenn ihr jetzt also für die dritte Staffel, ne, also Schritt für Schritt die Drehbücher lest, dass du dann halt auch schon abstrahieren kannst, ah, wie genial, so wird es dann wahrscheinlich aussehen? Oder bist du dann selber vom fertigen Produkt doch nochmal überrascht? Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Also jedes Mal, ich lese das und bin so, ja, okay, witzig. Und dann sehe ich das und bin so, okay, krass. Das funktioniert tatsächlich. Oder also was auch krass ist, dass sie zum Teil halt so Szenen, wo man einfach nur auf dem Bett liegt und man tippt auf dem Handy und schreibt jemanden. Und ich schreibe in der Szene gerade Lenny und frage ihn, ob wir miteinander reden wollen. Oder schreibe gerade Dan und Dan sagt, er steigt aus dem Business. Und dann haben sie aber diese Szenen genommen im Schnitt. Und ich schreibe da gerade mit Lisa und frage sie, ob wir uns mal treffen wollen. Und es ist so absurd zu sehen, dass so viele Sachen, die wir gedreht haben, sie einfach auch komplett neue Bedeutung geben können, diesen Szenen. Und das macht auch die Serie aus, dass die einfach unglaublich gebastelt auch ist und die sich so viel einfallen lassen haben an Shots und Geschichten und Twists und diese ganzen coolen Sachen, wo die so Fernsehshows nachstellen. Und jetzt, ich wusste auch nicht, dass Late Night Berlin bei uns in der dritten Staffel drin ist. Das stand im Drehbuch noch nicht drin und dann sehe ich das jetzt und bin so, der Glashalfer Umlauf ist einfach bei uns in der Serie und es ist so krass. Genau, das war für mich auch so, weil es wirkte ja wirklich 1:1, als ob das eine reale Sendung ist. Das ist schon echt mega genial gemacht gewesen. Ja. Und ich habe es gerade schon angedeutet, ich komme ja auch so ein bisschen aus dieser ganzen Nerd-Kultur und was ich so genial finde, ist halt, wie unfassbar viele Anspielungen in dieser Serie verpackt sind. Auch gerade, sage ich mal, in der letzten Folge, gibt es ja ganz viele, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, Kostüme und da ist so viel Liebe zum Detail drin. Ja. Das ist wirklich Wahnsinn und deswegen ist die Frage, also bist du auch so ein bisschen, sag ich mal, mit dieser Nerd-Kultur vertraut und geht da auch so dein Herz auf oder war das auch vielleicht jetzt ein bisschen Neuland so für dich?
Nee, absolut. Ich liebe einfach so, wenn die so detailverliebt sind. Und wenn man merkt, auch bei unserer Produktion, dass einfach jedes Department richtig Bock hat und man nicht merkt, so, es gibt manchmal Produktionen, da bist du da und alle sind so, ja, ist ganz nett, aber ich mache das jetzt eher hier, um ein bisschen Geld zu verdienen und dann mache ich wieder so ein Herzensprojekt. Und ich habe das Gefühl, unser Projekt war einfach von jedem Department so ein Herzensprojekt und alle waren so dabei und freuen sich auch so sehr auf den Release und sind so, oh, bald kommt es raus und wir wollen es unbedingt sehen, was wir da gemacht haben. Und das ist einfach auch für als Schauspieler, das ist einfach cool, weil es als Schauspieler einfach schwierig ist zu sagen, so, das Projekt mache ich jetzt für Geld und das nicht, weil du musst da immer 100% geben, weil sonst sieht man dich einmal da, wie du verkackt hast und das bleibt einfach im Kopf. Und das macht einfach den Dreh viel schöner, wenn man merkt, dass alle einfach 100%ig dabei sind. Wir sind keine Freunde mehr, habe ich verstanden. Wer geht als erstes in den Knast? Ich sag Moritz. Aber wofür? Erregung öffentlicher Langeweile? Boah, ich brauche wirklich deine Hilfe. Wie ist es auch so, wenn man jetzt, sag ich mal, für eine dritte Staffel von einer Serie wieder zusammenkommt? Das ist ja, sag ich mal, bei Filmprojekten hast du vielleicht mal Kollegen, die du irgendwann mal bei einem anderen Film wieder triffst. Aber hier ist es ja sozusagen, dass eine Geschichte, die auch sehr viele Menschen einfach lieben, fortgesetzt wird. Und wie ist das dann für euch als Schauspielerinnen und Schauspieler, wenn ihr da einfach wieder alle zusammenkommt? Mega schön, aber auch eine große Verantwortung oder ein gewisser Druck, den man spürt, weil man weiß, man will die Leute nicht enttäuschen. Und es gibt öfter Serien, wo man so ist, so oh, nach der vierten Staffel ist man so, oh, die haben sie jetzt echt nur gemacht, weil viele Leute das gucken, aber nicht mehr, weil sie noch eine Idee hatten, wie die Geschichte weitergehen könnte. Und ich habe das Gefühl, dass wir bei uns schon trotzdem eine dritte Staffel gemacht haben, die einfach ihre Berechtigung hat und die toll ausgedacht ist und einen tollen Strang wieder erzählt und eine tolle Geschichte erzählt. Und dann kann man das auch genießen, nachdem man die Drehbücher gelesen hat und weiß, okay, geil, und wir alle wissen, okay, wir wissen, was wir machen, wir haben es jetzt schon 2 Staffeln so durchgezogen, dann kann man einfach auch das genießen und vor allem, dass wir auch im Sommer gedreht haben, war einfach schön, das erste Mal kein Regen und keine Wolken, sondern Sonnenschein und gutes Wetter und damit auch noch mehr bessere Laune. Genau, und ich habe das halt auch genauso empfunden, dass es irgendwie ja alles sehr, sehr gut einfach weiterentwickelt wurde, ohne dass man jetzt eben versucht, was zu kopieren oder so. Genau, und auch, das hast du ja vorhin schon angedeutet, dieser Aspekt, es geht ja, ne, geht um die Abi-Zeit, man hat jetzt seinen Schulabschluss und viele stehen jetzt vor dem Problem, ja, was mache ich eigentlich danach? Wie war das bei dir selber? Also hattest du, sage ich mal, diese Schauspielleidenschaft schon so stark, dass du gesagt hast, okay, ich will unbedingt dann vielleicht auch, ne, diese Schauspielkarriere weiterverfolgen, oder hattest du auch so Alternativpläne? Oh, ich hatte einige Alternativpläne. Ich war aber auch einfach, hatte ich so ein Vertrauen darauf, dass das irgendwie schon wird. Also meine Mutter hat gesagt so, du, ich werde dich finanziell nicht unterstützen. Dafür haben wir auch die Mittel nicht. Du musst irgendwie gucken nach dem Abi, wie es aussieht. Aber solange du irgendwas machst und damit dein Geld verdienst, dann bin ich glücklich. Und ich war so, ja, okay, dann war ich erstmal Kellnern und habe dann Praktikas gemacht und wollte mal, habe Schauspiel ja schon seitdem ich 16 bin versucht oder habe es gemacht im Theater und auch ab und zu im Fernsehen oder mal im Kino. Und als es dann mal so eine Flaute gab, habe ich angefangen, war ich kurz davor, eine Ausbildung als Fotograf zu machen und habe viel Fotografie gemacht und habe dann doch ein Studium angefangen an der Kunsthochschule und habe mich sehr doll stark dann auf den hinter der Kamera fokussiert. Das ist auch total witzig, weil ich Lena Klenke bei einem Casting kennengelernt habe, wo ich aber Kameramann war und sie gefilmt habe und wir uns ein Jahr später erst dann bei dem Casting von How to Sell Drugs wieder getroffen haben und sie mich wieder erkannt hat, obwohl ich einfach nur hinter der Kamera war und sie gefilmt habe und wir kurz im Flur nur Hallo gesagt haben und ich meinte so irgendwie irgendeinen Film, den ich von ihr gesehen hatte, ja, fand ich voll cool und das ist so schön, dass es irgendwie sich dann doch ergibt, wenn man einfach daran glaubt, dass es funktioniert und ich den Traum des Schauspielers und das beruflich zu machen nicht komplett aufgegeben habe, sondern das immer im Hinterkopf hatte, aber es auch nicht so zwanghaft forciert habe. Genau, und vielleicht noch zum Schluss die Frage. Es gibt natürlich auch viele, also Jugendliche, die haben dann den Abschluss, aber wissen wirklich überhaupt nicht, wo es hingeht, was sie machen sollen. Hast du da vielleicht einen Tipp, also was du denen raten würdest? Ausprobieren, Praktikas machen, sich nicht zu viel Druck machen, sondern einfach wirklich in sich hören, was einem Spaß macht und dann versuchen, wirklich auch das, was einem Spaß macht, als Beruf auszuüben. Und ich glaube, weil sonst wird man einfach, ist einfach schwierig, glücklich zu werden, wenn man nur arbeitet, um
ich weiß nicht, ich glaube, in Deutschland gibt es auch die genügend Chancen, glücklich zu werden mit seiner Arbeit. Alles klar, vielen Dank für das Interview. Ganz viel Erfolg mit der dritten Staffel. Dankeschön. Ihr habt doch nicht wirklich gedacht, dass Tim all die Interviews alleine gemacht hat. Wir sind doch nicht 4 Frauen im Team, damit Tim den ganzen Ruhm abkriegt. Denn eigentlich haben wir die ganzen Interviews geführt und Tim hat einfach nur uns immer raus und sich reingeschnitten. Doch damit ist jetzt Schluss. Miss DiCaprio, it's a pleasure to meet you. Let's talk about your upcoming movie. It's a dark comedy, but you know, so was Dr. Strange. Die Geschichte ist vielleicht wahr. Andererseits könnte sie auch Fantasie sein. Was vermuten Sie?